Ja, Feedback Folge 2. Danke GameStar Community. Es gibt eine Fortsetzung. Auch diesmal wieder versuchen wir die wichtigsten Fragen aus euren Reihen zu beantworten. YouTube, Facebook, GameStar.de, egal, wir haben geguckt, wo es ging und haben uns wieder ein schickes Hauptthema und einen Stargast ausgesucht, um Fragen, quasi Leserbriefe, multimedial zu beantworten. Warum da bisher niemand drauf gekommen ist, keine Ahnung, aber ich habe ihn heute da. Wir sind noch eine Stufe höher. André Horn ist hier, Verlagsleiter IDG und damit wahrscheinlich der hochrangigste, den man überhaupt bekommen kann, der mit der GameStar noch was zu tun hat. Richtig? Wenn man das so nach dem Hierarchieverständnis einordnet, ja, das ist wohl richtig, ja. Also richtig prominenter Gast, ja. Und wir haben uns dabei auch was gedacht. Bevor wir aber zu der ersten Frage kommen, räumen wir ganz kurz einen Elefanten aus dem Raum für gut informierte Leser. Du bist nämlich gar nicht mehr lange hier. Das du gehst. Jawohl. Erzähl uns kurz voran, warum gehst du und wann? Also ich gehe offiziell zum 30.06. Danach bin ich aber noch Beirat, das heißt immer mal ein paar Mal im Jahr so in beratender Funktion hier. Ja, ich gehe und das war für mich schon ein ganz schön harter Schritt und ist so ein bisschen darin begründet, ich war insgesamt über 7 Jahre Spieleredakteur und danach war ich 6 Jahre Manager für Spielemedien. Das sind jetzt irgendwie so über 13 Jahre und damit eigentlich mein komplettes Berufsleben. Und ja, das ist so ein bisschen der Klassiker. Ich bin 40 geworden, ich habe ein Kind gekriegt, ich habe das jetzt so lange gemacht und habe mir dann jetzt irgendwann gedacht, ach, ich glaube, es muss jetzt mal die nächste Dekade kommen, wo ich mich anderen Dingen widme. Also es ist eher so eine, mei, ich brauche mal was anderes in meinem Leben-Ding jetzt gewesen und das war jetzt ein ganz guter Zeitpunkt für mich und dementsprechend habe ich jetzt es gewagt sozusagen, auch wenn das natürlich so ein bisschen so, ich kann halt nichts anderes fast. Insofern ist das dann schon auch schon für mich ganz schön verunsichernd. Okay, ja. Sprung ist kalte Wasser. Wir kommen hinterher vielleicht nochmal drauf, da haben wir ein verwandtes Thema, aber jetzt legen wir erstmal los, wir gucken, was im Briefkasten ist. Diesmal übrigens umweltbewusster mit unserem Briefkasten. Ja, die Anzahl der Umschläge wurde reduziert, ich reiße sie auch nicht mehr auf, wie gefordert. Sondern wir machen jetzt Umschlagrecycling in Zukunft. So, und wir fangen an mit unserem Hauptthema, wie immer in dem schönen blauen Brief. Unterfragt, Hultior auf YouTube. Die Printmagazine verkaufen sich ja immer schlechter, wodurch viele auf Online-Content umsteigen. Wie schätzt ihr die Zukunft der Printmagazine ein und wie schätzt ihr die Zukunft der GameStar ein? Das ist eines von vielen Fragen in die Richtung. Ja, viele, auch im Forum gibt es ja so ein Thread, so, oh Mensch, hier GameStar am Ende. Es gab Zitate von dem Fabian Siegesmund, der gesagt hat, er glaubt, der klassische Spielejournalismus ist am Ende. Da hat David Hein gesagt, in 2 Jahren gibt es diese ganze Print-Geschichte nicht mehr. Und jetzt haben wir natürlich den perfekten Mann hier sitzen, um uns zu sagen, André, ja, sind wir alle dem Untergang geweiht? Sind wir natürlich nicht. Es haben auch seinerzeit Leute gesagt, das Radio wird aussterben, weil jetzt gibt es ja Fernsehen, Radio gibt es immer noch. Es gibt Leute, die sagen, wer braucht noch Fernsehen bei angesichts von YouTube? Fernsehen wird es auch noch eine ganze Zeit lang geben. Wir haben sogar noch Bücher. Und genauso wird es natürlich auch mit den Zeitschriften im Allgemeinen und mit der GameStar im Speziellen sein. Was man natürlich schon sieht, ist, dass es sich vor allem jetzt so, sagen wir mal, in den letzten 10 Jahren einfach alles sehr dramatisch verändert. Die GameStar kommt aus einer Geschichte, wo sie für die Leute, die sich für Computerspiele interessieren, eines der ganz wenigen Medien war, über die man sich überhaupt über dieses Thema informieren konnte. Also so vor 10 Jahren haben über Computerspiele halt nur die Computerspielemagazine geschrieben. Und dementsprechend, und die hatten trotzdem großes Publikum und dementsprechend sehr, 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 sehr große Auflagen. In der Spitze hatte die GameStar mal 360.000 Hefte, die sie verkauft hat. Und was jetzt passiert ist, dadurch, dass das Internet natürlich viel an Informationen bietet, dass auf der anderen Seite aber auch Massenmedien immer stärker durchaus mal über Computerspiele berichten, verändert sich das und die Magazine werden das, was sie eigentlich schon immer im Prinzip waren, nämlich Spezialinteresse, sogenannte Special Interest oder Nischenmagazine für ein ganz spezielles Interesse. Und ich glaube, in dieser Nische wird es eine sehr lange Zukunft geben für die GameStar oder auch für Printzeitschriften im Allgemeinen. Ja, also ich glaube nur, sie wird sich hinentwickeln zu einem Printmagazin für Hobbyisten, die es sehr gerne sehr hochwertig wollen. Und sie wird aber immer noch einer dann kleineren Gruppe von Lesern aber was wert sein. Das glaube ich nach wie vor. Es verändert sich halt. Okay. Kannst du mal ganz kurz so eine Einordnung geben? Wo stehen denn jetzt hier GameStar und GamePro gerade zahlenmäßig? Ich glaube, die GameStar letzte Auflagenmeldung war so um die 80 und GamePro müsste so um die 20, 25 sein. Ja. Genau, jeweils 1000. Jeweils 1000, Entschuldigung. Und da kommt natürlich immer die Frage, wo ist da der Punkt, wo es sich nicht mehr lohnt? Ja?
den gibt es eigentlich nicht mehr. Ich weiß, also Veteranen werden sich erinnern, dass auch ich mich durchaus mal, das habe ich noch Jahre später in Foren gehört, ich habe mich einmal hinreißen lassen, eine Zahl zu nennen für die GamePro. Das war aber, ist halt schon ewig her, in Leipzig noch auf der Games Convention, wo ich damals, glaube ich, unter 35 wird es problematisch. Und als dann diese Grenze dann nach unten durchschlagen wurde, haben da 1000 Leute in Foren gesagt, aber André hat doch damals gesagt, unter 35 wird sie zugemacht. Oh mein Gott. Auch da wieder, das kam damals natürlich aus einer sehr starken Produktliniendenke. Also sprich, wir hatten GameStar und wir hatten GamePro und die standen isoliert und dann hast du die Rechnung aufgemacht. Und ab welcher Grenze lohnt sich das nicht mehr? Aber heute ist ja unsere Firma eine, die sehr viel mehr im Portfolio und im Angebot hat als nur GameStar, GamePro. Wir machen ja heute noch viel, viel mehr Sachen. Und heute ist weniger die Frage, wann ist eine bestimmte Auflagengrenze von einem Magazin, die, wo sich das nicht mehr lohnt, sondern die Frage ist eher, macht das, was wir da tun, Sinn? Im Gesamtkontext dessen, was wir in diesem Laden tun. Also sprich, brauchen wir dieses Magazin, weil es für uns einen Sinn ergibt. Das kann ein wirtschaftlicher Sinn sein, im Sinne von, es ist sehr, sehr profitabel, das zu tun. Es kann aber zum Beispiel ein strategischer Sinn sein, in dem Sinne, wir brauchen das in unserem Portfolio einfach, damit wir woanders zum Beispiel mehr verkaufen. Also das ist heute nicht mehr so leicht zu beantworten. Es gibt keine Grenze nach unten. Es gibt nur die Frage, macht es für uns als Firma Sinn, das zu tun oder nicht? Und dafür kann es verschiedene Kriterien geben, nach denen man das misst. Okay. Gibt es Sachen, wo man sagt, aber da werden sich bestimmte Dinge verändern müssen in Zukunft? Was ja auch viele Leute immer befürchten, ist, dass man sich die großen, festen Redaktionen nicht mehr leisten kann. Ja, also ich sage jetzt mal, wir haben firmenweit gesehen, haben wir genauso viele Mitarbeiter, wie wir hatten, als ich den Job als Manager angetreten habe. Ich glaube, wir haben sogar ein paar mehr. Das heißt, wir haben eigentlich insgesamt gesehen nicht wirklich weniger festangestellte Leute, die im weitesten Sinne an Inhalten arbeiten, als wir damals hatten. Mhm. Wir haben, das ist natürlich nicht mehr so diese Zahl von festen Spieleredakteuren über Jahre, die man dann halt irgendwie kennt. Ne? Das ist, aber das, die arbeiten dann teilweise jetzt halt in anderen Abteilungen. Weil ich meine, zum Beispiel so ein Michi Obermeier, den kennt man heute, glaube ich, als GameStar-Fan schon auch. Mhm. Ja? Aber der Michi Obermeier arbeitet halt nicht in der klassischen Redaktion, sondern halt in dem, was wir Content Management nennen. Ist also ein Onliner, aber nach außen hin ist der Michi. Und so haben wir ähnlich im Unternehmen halt überall Leute arbeiten, die sehr, sehr, sehr wichtig sind für beispielsweise GameStar, die aber vielleicht nicht komplett in dem Maße wahrgenommen werden, wie das jetzt früher so ein Leuchtturmredakteur war oder so. Also das... Aber wir sind nicht weniger Leute, als wir damals waren. Ja, Markus Schwertl vielleicht auch so ein Beispiel. Genau, Markus Schwertl ist ja heute noch sehr alive and kicking bei uns. Ja, ne? Genau. Und managt halt nur nicht mehr so viel. Genau, Markus managt halt all unseren ganzen Mobilkram. Also unsere Tablet-Ausgabe, unsere Smartphone-Apps und so. Das ist alles das, was Markus Schwertl heute macht. Und der schreibt dann natürlich gelegentlich nochmal einen Test und eine Kolumne. Aber er hat sich halt auch verändert. Und das ist auch das Gleiche, was ich eben eingangs gesagt habe. Auch Markus hat diesen Job sehr, sehr lange gemacht. Und dann kommt natürlich irgendwann der Punkt, wo du sagst, okay, das mit dem Mobile-Kram macht mir jetzt auch Spaß, also mache ich jetzt das. Ja, man muss sich halt vor Augen führen, was es auch bedeutet, viele Jahre seines Lebens jeden Tag Spiele zu spielen und zu testen. Ich weiß, da gibt es jetzt eine Menge Leute, die sagen, ja, gib mir das. Und es ist ja auch ein geiler Job. Aber wie alles, auch die geilen Jobs, ist es so, wenn du den 6, 7 Jahre machst, dann gibt es auch Probleme, die sich einfach einschleichen. Mhm. Und du musst ja auch gucken, dass du dir selber und den Lesern noch gerecht wirst. Gibt es was, wo du sagst, das ist die Zukunft von Print? Ist eine GameStar in Zukunft die gleiche GameStar, die sie heute ist, also in 5 oder so Jahren? Nein, glaube ich nicht. Also ich glaube, dass die GameStar in Print vermutlich sich entwickeln wird. Ich nehme meine Zeitschrift gerne als Beispiel her, auch wenn der Vergleich ein bisschen hinkt. Das ist die Beef von Gruner und Jahr. Die angetreten ist mit so einem Konzept, die ist halt extrem hochwertig aufgemacht, mit Ausklappmenü und 4 Papiersorten und schlag mich tot. Sagen wir, das ist eine Zeitschrift, glaube ich, für Grillen und Fleisch es ist im Prinzip eine Kochzeitschrift für Männer, wenn man so will. Das ist das Konzept. Aber um das Konzept geht es mir gar nicht so sehr. Also GameStar wird keine Kochzeitschrift, GameStar wird keine Kochzeitschrift. Sondern mir geht es um diese Art von Ausstattung, die war nie dazu gedacht, dass sie 200.000 Leute kaufen. Also sie wollte nie, was weiß ich, meine Familie und ich ersetzen oder so. Ja? Sondern die war von vornherein dazu gedacht, dass sie von Liebhabern gekauft wird. Mhm. Und dafür kostet sie aber irgendwie 9,80 Euro. Ja. Und ich glaube, dass eine GameStar, ist meine persönliche Überzeugung, einen ähnlichen Weg gehen kann, in dem Sinne, dass wir irgendwann, wird das sozusagen kippen und dann wird eine GameStar wieder sehr viel hochwertiger ausgestattet sein, cooles Papier, schöne Bilder, lange Strecken. Und dann wird sie aber vermutlich auch dann im Preis entsprechend ein bisschen hochgehen und wird dann vielleicht irgendwann so ein Sockel einer,
nicht mehr 360.000 verkaufen, ja, und ich werde jetzt keine Zahl nennen, weil die höre ich jetzt 5 Jahre im Forum, so nach dem Motto, bei wie viel Auflage wird das denn so, ne? Ja. Werde ich nichts zu sagen, aber sie wird wahrscheinlich eine etwas kleinere Gruppe von Lesern dann finden, die dann aber auch sagen, das ist mir wert, ich will so viel GameStar, wie ich kriegen kann und so fett, wie ich es kriegen kann. Und ob ich dafür jetzt 6 Euro zahle oder 10 Euro zahle, ist mir jetzt erstmal nicht so wichtig. Hauptsache, ich kriege das, was ich sonst nirgendwo kriege. Also das wird ungefähr, denke ich mal, der Weg sein, den die GameStar in Print gehen wird. Online sieht es ein bisschen anders aus. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Abschluss. Dieser Sinkflug bei Print, das ist ja quasi marktübergreifend. Das ist ja nicht nur die GameStar, die da an Lesern verliert. Weiß man, woran liegt das? Kann man nur, oder ist es so pauschal so, ja, Internet halt, und ist da ein Ende in Sicht? Also so richtig, also für sowas gibt es natürlich immer 1000 Gründe. Aber natürlich ist das Medienverhalten der Leute und der Wechsel von Print zu Online ist schon ein Faktor. Also ein Faktor ist, die Leute informieren sich einfach heute mehr online, als sie das tun würden. Die gehen nicht mehr aktiv in Kiosken, kaufen sich Zeitschriften. Zumindest nicht mehr in dem Maße wie früher. Zweiter Faktor ist, habe ich eben auch schon mal eingangs gesagt, es gibt heute viel mehr Quellen, um sich über Computerspiele zu informieren als früher. Und es gibt einfach vielleicht Leute, die sagen, naja, mich dort eher allgemein zu informieren, reicht mir eigentlich. Früher musste ich so ein Fachmagazin kaufen, weil es nichts anderes gab, aber heute reicht es mir eigentlich, das in was weiß ich, meiner Fernsehzeitung zu lesen. Ja? Das ist sicherlich auch ein nicht unerheblicher Faktor. So, insofern gibt es dafür viele Gründe, aber das Internet ist sicherlich ein maßgeblicher. Und das ist ja nicht nur die Spielezeitschriften, das zieht sich ja eigentlich durch sämtliche Zeitschriftensegmente mit immer nur ganz wenigen Ausnahmen, die dann immer sehr Zeitgeist geprägt sind. Also ne, das berühmte Beispiel Landlust und die Liebe zum Land und so weiter. Ne? Also es gibt immer so ein paar Zeitgeist-Ausreißer oder Neon beispielsweise, war damals so einer. Aber so grundsätzlich ist das ein Trend. Was den Sinkflug angeht, der wird sicherlich grundsätzlich, also wir sehen prozentual gesehen eigentlich kein Abreißen. Also das wird so weitergehen, nur Gesetz der kleinen Zahlen. 20% von immer weniger wird halt auch immer weniger, also in absoluten Zahlen. Das heißt, diese Kurve wird abflachen und heute 20% zu verlieren, ist ja in absoluten Heften weniger als vor 5 Jahren 20% zu verlieren. Mhm. Und so wird sich das halt abflachen. Und ich glaube, irgendwann wird, das ist halt so, kann man in der Langzeitbetrachtung der Kurve ganz gut sehen, wird es da zu einem Sockel kommen. Ich habe eine persönliche Meinung, was ich glaube, wann dieser Sockel erreicht wird, aber ja, ich werde ihn hier nicht öffentlich sagen. Alles klar. Wir kommen dann weiter. Ich habe das auch in den blauen Umschlag gesteckt, ja, Umweltbewusstsein und so. Zu einer Frage, die ein bisschen daran anknüpft. Und zwar schreibt der Christian Nussbers auf Facebook, in den letzten relativ wenigen Wochen gab es ein irres Personalkarussell, was lediglich mit einem Zweizeiler im Editorial abgehandelt wurde. Das Verschwinden langjährig gediente Recken wie Daniel, Fabian und ein wenig vorher Christian Schmidt mehr oder weniger sang- und klanglos, während neue, Verzeihung, Küken plötzlich Redakteure mit eigener E-Mail-Adresse sind, von denen ziemlich wenig bekannt ist. Hier würde mich viel mehr Hintergrund interessieren und ob das eben auch im Zusammenhang mit der Zukunft von Print steht. Das sind ja mehrere Fragen. Richtig, genau. Fangen wir mal an mit diese ganzen Abgänge. Die GameStar war ja sehr lange sehr ungewöhnlich stabil eigentlich wahrscheinlich mit ihren Redakteuren, oder? Ja, also ich sage jetzt mal, wenn ich so meine Rückschau halte oder so, dann hat man das immer so in so bestimmten Abständen gehabt, dass immer mal Leute sich dann umorientiert haben oder so. Also es ist richtig, dass jetzt gerade, also Christian war ja eine ganze Weile davor, ne? Ja. Also ich sage jetzt mal, ich kann natürlich wenig dazu sagen, was für Gründe diese Leute dazu bewogen haben, das Unternehmen zu verlassen. Natürlich hat man sich unterschiedlich stark, aber mit denen ausgetauscht. Nur, ich kann ja immer nur wiedergeben, was ich glaube, warum sie das Unternehmen verlassen haben. Um die Gründe zu wissen, müsste man die Leute fragen, bitte. Richtig, ja? Also das möchte ich immer als Disclaimer mal dazu sagen. Ja, das ist ja nur meine Interpretation. Ja, vielleicht kannst du, ich kann auch nicht zu allen in der Tiefe, ich kann nicht zu allen in der gleichen Tiefe was sagen. Aber was ich sagen kann, ist, dass das meines, also zumindest ist das auch das, was ich aus den Gesprächen mitgenommen habe, damit das jetzt irgendwie Print nach unten geht und irgendwie alles online ist oder so, hat das, glaube ich, wenig zu tun. Also es kann sicherlich in dem einen oder anderen Fall mal sein, dass die Leute sagen, okay, ich habe jetzt eine etwas andere Idee davon, wo es lang gehen müsste und will vielleicht sowieso mal was anderes machen und dann suche ich mir was anderes. Aber ich kann jetzt zum Beispiel ein Beispiel nennen. Der Hendrik Weins beispielsweise war jemand, der hat auch schon hier berufsbegleitend mal so ein Marketingstudium gemacht und hatte einfach, glaube ich, schon länger auch ein bisschen den Plan, sich da so ein bisschen umzuorientieren, ne? Und hat halt eben jetzt eine Stelle angetreten und macht PA bei Edelmann. Das ist so die Agentur, die unter anderem Xbox betreut. Das heißt, er hat so ein bisschen die klassische, das ist übrigens sehr klassisch für Spielejournalisten, dass sie auch mal die Seiten wechseln und die Öffentlichkeitsarbeitsschiene machen. Mhm. Ähnliches hat ja Gunnar seinerzeit gemacht. Der ist ja auch von hier gewechselt in die Öffentlichkeitsarbeit. Der Fabian Siegesmund,
der hat ein Angebot angenommen von ProSiebenSat.1, die ja mit großem Aufwand jetzt ihre YouTube-Bemühungen da verstärken und dort ein Studio gegründet haben. Und das ist natürlich auch relativ aufregend, denke ich mal, so eine neue Unternehmung da mit anzugehen. Und da hat er dann einfach dieses Angebot angenommen. Daniel in dem Fall, das ist leider was, da kann ich die internen Gründe jetzt nicht hier öffentlich hinreichend vertiefen. Aber ich glaube, was man schon merkt, ist, dass es halt genauso wie Leute alle individuell sind, sind auch diese Gründe sehr individuell. Und dass das jetzt 3 in wenigen Wochen waren, das ist jetzt nichts irgendwie, was da ist kein Masterplan dahinter. Ja. Und ich meine, ich muss auch dazu sagen, auch ich war mal ein Küken, ja, das neu dazu kam in der Spielezeitschrift. Michael Graf war ein Küken, ja, das war auch irgendwie so ein Trainee, den keiner kannte. Also da muss man jetzt auch den Küken jetzt auch ein bisschen Zeit geben. Wir würden da keinen draufsetzen, wenn wir nicht das Gefühl hätten, dass die vollumfänglich in der Lage sind, Spiele adäquat zu testen. Also da haben wir schon noch genug Leute, die denen das beibringen. Und ich glaube, der Eindruck ist eben teilweise, du hast es mit Markus Schwerdl schon erwähnt, auch ein bisschen entstanden, weil auch einige Leute bei uns hinter die Kulissen gewechselt sind. Zum Beispiel ich. Also ich weiß noch, viele Leute, damals ich war Chefredakteur der GamePro, haben natürlich auch das Gefühl gehabt, André ist weggegangen. Ja, aber André ist ja gar nicht weggegangen. Ja. Ja, im Gegenteil, André war noch äußerst präsent für die GamePro. Ne? Ja. Und alle Fehler der GamePro und alle wirtschaftlichen Entscheidungen, die immer der bösen Geschäftsleitung und der bösen Verlagsleitung angekommen werden, so, die Redaktion will ja immer nur das Beste, aber diese böse Geschäftsleitung, da möchte ich einfach nur mal ganz kurz und ganz deutlich sagen, das bin ich. Ja, also alles das, ne, wenn es die böse Verlagsleitung war, die irgendwas entschieden hat, das war ich. Ja. Das stimmt in den meisten Fällen übrigens nicht, weil die Redaktion relativ autonom arbeitet und ihre Entscheidung selber trifft. Aber falls man auf die Idee kommen würde, das zu spekulieren, damit bin ich gemeint. Ja. Okay. Ja, wunderbar. Ja, und man muss ja auch mal sagen, ne, weiß nicht, wenn mit den Küken generell neue Gesichter gemeint sind, sowohl also der Jochen Gebauer ist irgendwie 15 Jahre in der Branche, ich bei mir sind es 16, 17, genau. Der Sebastian Stange ist schon lange mit dabei. Also es gibt mal eine Sache, die würde ich gerne in dem Zusammenhang mal erzählen, was so ein Spieleredakteur, wirst du vielleicht auch von dir kennen, ist halt, du hast ja einen eigenen Anspruch an dich selber beim Testen. Und du hast irgendwann diese Situation, du hast halt echt viele Spiele gespielt. Ne? Und du musst aber immer davon ausgehen, da draußen sitzt vielleicht ein Leser, der ist vielleicht, keine Ahnung, 15 oder so und entdeckt Spiele gerade in dem Maße, wie du die Spiele vielleicht, keine Ahnung, 15, 20 Jahre vorher entdeckt hast. Und der hat eben nicht die 100 anderen in dem Genre schon gespielt. Ich weiß das noch, ich hatte da so ein Erlebnis damals, obwohl ich es nicht mal selber getestet habe, beim Xbox 360 Launch gab es ein Spiel, das hieß Cameo. Mhm. Von Rare, lange Historie, kennst du das, ne? Ja. Lange Historie, hätte fürs N64 rauskommen sollen, ewig in der Mache und so weiter. Und ich habe da drauf geguckt auf das Cameo und da ist mir dieses Dilemma, wir nennen das manchmal auch so Spielemüdigkeit oder so, auch vor Augen geführt worden, weil Cameo war eigentlich ein fantastisches Spiel. Also eigentlich, wenn du es handwerklich beurteilt hast, war eigentlich nichts falsch damit. Mhm. 90er, hat es auch gekriegt, glaube ich, damals in der GamePro oder so. Aber wenn du die anderen Rare-Spiele vorher halt alle schon gespielt hast, ich habe bei Cameo die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich habe dieses Spiel schon gespielt. Mhm. Und es hat mich halt nicht geschockt, weil ich einfach die ganze Zeit das Gefühl hatte, ich habe es schon mal gespielt. Mhm. Und die Frage ist, wie bewertest du so ein Spiel? Bewertest du es wie der André, der schon 100 andere Jump'n'Runs und so gespielt hat und dann sagt, ja, habe ich halt irgendwie Rare schon mal gehabt? Oder beurteile ich es so wie für den 15-Jährigen, der mit so großen Augen das erste Mal spielt, weil es sein erstes ist. Der hat die ganzen anderen Dinger nicht gespielt. Und wenn ich mit den Augen auf das Spiel gucke, dann ist es grandios. Ja. Und das wird mit zunehmender Dauer, die du diesen Job machst, ist es immer schwerer, diese Brille abzulegen. Und einigen gelingt es besser, die können das dann immer noch super machen und einigen halt schlechter. Und ich hatte damals auch so einen Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, so, es fällt mir eigentlich immer schwerer. Ich würde gerne wieder privat spielen, ich will aber nicht aus diesem Zirkus raus. Mhm. Also bin ich Manager geworden. Okay, also Quintessenz auch, ein paar Küken zu haben, ist gar nicht schlecht, die halt das mit frischen Augen aufschauen. Das ist das, was ich meine, ne? Die halt eher, ne, die anders sozialisiert sind, bei denen viele Dinge noch frischer sind. Ich glaube, dass es auch gesund ist, wenn du nicht immer die gleichen Typen hast, die sagen, also ich hatte ja schon Atari VCS, du Küken, ne? Oder ich habe ja mit C64 schon angefangen. Sondern dass du wirklich Leute hast, bei denen halt auch ein bisschen das primär mal bei PlayStation 1 losgeht, weil ich glaube, dass es gesund sein kann, wenn bestimmte Leute PlayStation 1-Spiele als diese Erweckungserlebnisse haben und nicht die davor. Ja, weil das ist eine wichtige Perspektive in der Redaktion. Du musst immer alles haben. Ein paar Veteranen zu haben ist super, ja, weil du brauchst die Kenntnis von Tag 1 an sozusagen. Ne? Aber ein paar Leute zu haben, die
die das mit einem etwas anderen Brille sehen und nicht sagen, also eigentlich war ja PlayStation 2 schon nur noch Aufguss von, ne, und Nachfolger. Das ist halt auch ungesund, weil irgendwo musst du ja den Weg finden zu den Leuten, die halt heute mit Spielen groß werden. Und die wollen, glaube ich, nicht immer von irgendwelchen, jetzt mal ohne despektierlich zu sein, dir gegenüber oder mir selbst gegenüber, ich bin ja auch 40, aber ich glaube, die wollen nicht irgendwann irgendwelche mit 30er, 40er Leute haben, die immer sagen, ja, aber auf dem C64 gab es das auch schon. Es wird ja auch irgendwann langweilig, finde ich. Also, aber es ist halt. Sehr gut. Also ich fange jetzt keine Wertungsdiskussion an, das machen wir in einer anderen Folge. Oh, please. So, wir machen jetzt unser Minigame zur Halbzeit. Ei. Ja. Und also, eigentlich ist es Kommentare raten, aber jetzt liegen deine letzten Artikel so lange zurück, dass ich mir dachte, das ist unfair, wenn wir Kommentare raten. Wer weiß, ob es damals überhaupt schon Kommentare gab. Meine letzte Titelgeschichte war eine Preview zu Assassin's Creed 1. Ja, 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 aber immerhin, das weißt du noch. Ja. Ja. Deswegen machen wir was anderes, wir machen Fazit raten. Ja, ich lese dir jetzt einen Ausschnitt aus einem Fazit, aus einem Lesertest auf GameStar.de vor. Okay. Und dein Job ist es zu raten, um welches Spiel es geht. Wie immer, wenn wir solche Sachen zum ersten Mal machen, habe ich das wahrscheinlich viel zu schwer gemacht. Mhm, vor allem, weil, wie gesagt, meine Spiele, ich spiele immer noch durchaus Spiele, aber eher weniger und die dafür länger. Mhm. Insofern bin ich da bestimmt echt viel unterwegs. Ja. Ist auf jeden Fall ganz cool, weil jetzt können die Leute draußen besser mitraten. Also sehr wir gut. Fangen mal an und dann sehen wir mal, wie du dich schlägst. Der erste Titel, ja, getestet von Bretmore auf GameStar.de, er schreibt, die Verkaufszahlen sind nur deswegen angestiegen, weil, Name des Publishers, dieses Spiel für kurze Zeit um 30% reduziert wurde und sich von schlechten Spieletestern, die sich nicht die Mühe gemacht haben, tiefer einzutauchen, GameStar nach der Abwertung schon, und der Grafik haben täuschen lassen, 75% sind aber trotzdem noch Schönrederei. Fang an, dann Tipps zu geben. Es geht um ein Spiel aus dem letzten Jahr, das sehr kontrovers diskutiert wurde. Tja. So mit einem Online-Zwang versehen war. Davon gibt es ja zum Glück nur 53. Ja, aber genau deswegen ins Gerede kam. Ich weiß gar nicht mehr, wo haben wir 75% gegeben? SimCity oder ja, irgendwas? Ja, ganz genau. Siehst du? Hier. SimCity war's. Aber ich merke schon, es ist, und es ist genau, ich habe, als ich das Fazit, quasi das Kommentare raten, habe ich ja in dem Prototypen von Feedback hatten wir erstmal ausprobiert mit Michael Obermeier. Und auch Michi hatte keine Chance. Daraufhin habe ich das dann für die erste Sendung deutlich einfacher gemacht. Ich merke, hier müssen wir auch schon wieder Einzelgang zurückschalten. Wenn man selber vor sich hat, ist es immer so schwer einschätzbar. Also, machen wir weiter. Zweite. Der zweite schreibt. Ein würdiger letzter Teil der Trilogie. Das Spiel hat meiner Meinung nach die beste, überzeugendste Story, die ich bisher gespielt habe. Ich war seit Teil 1 Fan der Serie und kann nur sagen, dass die Story noch emotionaler und dramatischer geworden ist. Und dann kommt ein Edit. Oh, nachdem ich das nicht ganz so geile Ende gespielt habe, kann ich jetzt allerdings nur sagen, dass die Story zwar geil ist, das Ende aber einfach nur dämlich gemacht war. Ich würde jetzt mal Mass Effect raten. Ja, Mass Effect 3. Ja. Ganz genau. Ich habe ja schon, ich habe ja mit dem dritten Teil ein viel fundamentaleres Problem. Ich finde ja nicht nur das Ende blöd, aber das diskutieren wir jetzt genauso wenig wie die Wertung. Wobei ich auch, ich bin ja ganz großer Fan eigentlich der Serie, aber den dritten fand ich auch eher misslungen. Aber das war jetzt nicht so schwer. Ja, das war jetzt von Dadöner, auch GameStar.de natürlich, wie alles, was folgt. Hat 94% aber trotzdem gegeben hier. So. Jetzt kommt der Singleplayer, der wie immer eine miese Story bietet und auch von kaum einem gespielt wird, ist nicht nur nach wenigen Stunden vorbei, er gibt dem Spieler auch genau dasselbe Erlebnis wie die Vorgänger, nämlich Massen an Gegner, welche alle mit derselben schlechten KI gesteuert werden, schlechte Level, die man alle schon mal in den Massen an Shootern gesehen hat, die es heutzutage gibt, aber vor allem bringt es keinerlei Spielspaß mit sich, Level zu durchlaufen, bei denen der Spieler nie seine eigenen Ideen, seinen Gegner auszuschalten, verwenden kann, da einem das Spiel klar vorgibt, was man zu tun hat. Call of Duty? Ja, Call of Duty Ghosts, ganz genau. Jonas Klaus. Ich finde das ja geil, ich bin ja großer Fan der Schlauchlevels, aber das ist, ich bin auch ein alter Sack, also insofern. Ja. Jonas Klaus Tic-Tacs, 6% Call of Duty Ghosts. Das ist ein bisschen hart. Vielleicht schon, ja, kann man drüber reden. So, die letzten zwei sind jetzt wieder härter. Überschrift lautet, dann dreh er halt einen Film. Warum das Spiel so gefeiert wird, kann ich kaum nachvollziehen. Solid. Bitte? Irgendein Metal Gear Solid. Warum das Spiel so gefeiert wird, kann ich kaum nachvollziehen. Dass man aber an Anfang und Ende jeweils gut 20 Minuten Pro und Epilog ohne jede sinnvolle Spielerinteraktion erzählt bekommt, wirft in mir die Frage auf, ob, bekannter Autor,
sich nicht besser als Drehbuchautor betätigen sollte, statt auf seine tollen Ideen und Konzepte mittelmäßiges Gameplay draufzuwursten, bis ihm sogar das zu fad wird und er den Spieler nur noch von Szene zu Szene mitspazieren lässt. Metal Gear Solid, kann ich schon mal sagen, ist zwar eigentlich ein super Tipp, ehrlich gesagt, aber das ist ein recht aktuelles Spiel. Okay. Keine Ahnung. Aus dem letzten Jahr? Ich weiß nicht, ob es so krass ist, weil ich habe es noch nicht gespielt, habe mich aber sehr darauf gefreut. Ich kann mir aber vorstellen, dass man sowas dem Beyond vorwerfen würde, aber ich glaube, das hat nicht so lange. Nee, Szenen, auch ein oder? Guter Tipp. Ja, genau. Ja, ja. Nee, ist aber ein Spiel, das eher so im Shooter-Genre unterwegs ist. Aus dem vergangenen Jahr, bei uns sehr gut bewertet. Bioshock. Ja, genau. Ja, Bioshock Infinite ist es. Okay, alles klar. Ich bin, also Shooter ist echt nicht so mein Expertengebiet, auch deswegen bin ich da auch nicht so im Bilde, was die da so irgendwie machen. Und aber so. Das ist gut, dann kann ich mich das Beyond trotzdem noch in Ruhe spielen, weil das hätte mich jetzt ein bisschen abgeschreckt. Gut, ich habe nämlich noch richtig Lust drauf, also da freue ich mich immer noch drauf. Das ist auf meinem Stapel für die nächste, wann ich mal irgendwann Zeit habe. Mein Streitgespräch zu Beyond mit Nino hat mein Image über Jahrhunderte ruiniert. Ich werde nie wieder was über Beyond sagen. Ich habe ja mittlerweile den Luxus, dass ich mich nicht mehr öffentlich äußern muss zu irgendwas, sondern mir das aussuchen kann, was ich spiele. Und ich muss vor allem nicht mehr mich diesem Druck hingeben, irgendwelche Spiele spielen zu müssen, weil ich sie fachlich kennen muss als Spieleredakteur, sondern ich kann jetzt wieder auf Lücke spielen. Ich muss nicht mehr alles kennen. Das ist ganz hilfreich. Und du musst vor allem nicht mehr so ultra differenziert sein. Du kannst einfach sagen, ja, das finde ich halt blöd oder so, anstatt zu sagen, warum. Und das kann total unfair sein. Ja. Wobei, ganz ehrlich, wenn du das so lange gemacht hast, kannst du das gar nicht mehr. Ja, du kannst nicht mehr einfach sagen, ich finde irgendwas doof oder langweilig, sondern du fängst trotzdem immer an zu denken, was finde ich denn daran doof? Ne? Also ich glaube, den Spieletester wirst du nicht mehr los. Also das kannst du knicken. Okay, so, letztes Ding. Das wird nochmal schwieriger, glaube ich. Hatte man in Vorgänger noch ein nachvollziehbares Ziel, nämlich seinen Vater zu finden und eine Mission zu bewältigen, die eine tatsächliche Veränderung bewirkt hätte, so ist die einzige Motivation hier ein kurzer Rachefeldzug. Und statt dass dieser irgendeine Auswirkung auf nur irgendwen in Spielename hätte, bleibt man ein unbekannter Laufbursche, der Zuhältern ihre Sexbots repariert. Das ist Fallout New Vegas. Ja, fantastisch. Ich dachte, der wäre jetzt schwierig. Na, das ist ja meine Lieblingsserie. Ah. Also das wäre jetzt für mich das Leichteste von allen. Fantastisch. Grenzgang gibt 29% Grenzgang übrigens, wer mal nachschauen will. Fallout New Vegas ist eigentlich auch geil. Ja, das ist wie alle diese Obsidian-Dinger, die dann halt irgendwie so, es war damals bei KOTOR 2 schon so, die sind dann halt nicht mehr so brillant. Also denen fehlt dieses Funke-Genialische, was halt auch Fallout 3 hat. Aber es sind ja immer noch sehr, sehr gute Spiele, die man, finde ich, mit extrem viel Freude 60, 70 Stunden spielen kann. Also geht ein bisschen hart ins Gericht damit. 20, ja. Aber das wollte ich gerade sagen. Also der hat durch die Bank eine sehr kritische Test, gibt glaube ich 10 Rezensionen von ihm. Und das Einzige, was er richtig gut bewertet hat, war Borderlands 2 oder 1 mit 88. Und das davor habe ich ganz vergessen vorzulesen. Das ist von Ricky Fitz, das Bioshock Infinite hat 73% gekriegt. So, Minigame vorbei, hervorragend. Ein hervorragendes Ergebnis. Ich bin erstaunt. Hätte gedacht, dass das härter wird das nächste Mal. Okay, so, wir gucken nach, was jetzt noch in der Mailbox ist. Jetzt kommen wir zu denen, die wir möglichst kurz und knapp dann durchgehen, damit unsere Sendedauer in einem Rahmen bleibt, wo man mir hinterher nicht sagt, mein Gott, unser Server packt das nicht. So, die habe ich diesmal alle hier schön auf einem Zettel. Auch da wieder Papier gespart. So, NeoVG von Facebook schreibt, wann bist du so seriös geworden und wo ist dein Nine Inch Nails T-Shirt geblieben, wenn ich mich jetzt richtig an eine Festival-Heimfahrt von 2002 erinnere? Kleine Anmerkung noch dazu von mir, das liegt an dem Foto. Als ich auf Facebook nach Fragen für dich aufgerufen habe, habe ich natürlich eins von deinen offiziellen Fotos genommen, wo du halt ganz seriös im Anzug sitzt. Yeah. Und man sieht auch jetzt schon, das ist ja, das muss man fairerweise sagen, echt nicht deine Berufskleidung. So sieht man dich ja fast nie. Nee, das ist richtig. Also abgesehen davon, glaube ich, ist es, ich weiß nicht, ob das eine Altersfrage ist oder was auch immer, aber man diesen direkten Link zwischen dem, was man anzieht und wie seriös man ist, ist, glaube ich, irgendwann löst sich das so ein bisschen auf. Es ist tatsächlich so, also ich laufe jetzt sicherlich nicht mehr so viel in so Band-Shirts rum, aber ich habe zum Beispiel immer noch die komplette Fallout-Merchandise-Collection. Ich habe sogar die World 101-Turnschuhe aus Amerika importiert. Also, naja, also das mit der Seriosität, das kann man natürlich immer selber so schwer einschätzen. Also ich würde jetzt mal sagen, also wenn ich ein bisschen Schleichwerbung machen darf, also ich mische jetzt ab, wenn ich dann jetzt bei IDG aufhöre, mische ich bei einer eher jüngeren Company mit, darf ich sagen? Ja, bitte, hau rein. Das wird die Firma Musterbrand sein, mit der partnern wir ja auch ein bisschen bei GameStar. Die machen halt so coole Klamotten zu Computerspielen. Und was ich spannend daran finde, ist, es sind halt irgendwie 9 Leute, es ist sehr jung, es gibt halt eben keine Konzernpolitik und sowas. Ne? Und ich sage jetzt mal, es gibt schon Leute in meinem Umfeld, die, sagen wir mal, die Tatsache, dass ich einen doch einigermaßen gut dotierten Managerjob mit 60 Mitarbeitern in einem seriösen internationalen Konzern aufgebe, um zu einem jungen Unternehmen zu gehen, das so ein bisschen Computerspielklamotten macht mit 9 Leuten,
das würden die jetzt nicht unbedingt im Buch der Seriosität abheften. Ne? Also weiß ich nicht. Also das, ja. Aber da ganz ehrlich, das müssen andere beurteilen. Aber genau das ist es ja eigentlich, oder? Ich meine, deswegen machst du es. Einfach nochmal so Startup-Spirit und so, ja, oder? Also es ist wirklich dieses Gefühl so, also auch ganz bewusst mit allen Stärken und Schwächen. Es ist ja nicht immer so, das Gras ist ja nicht drüben grüner. Also auch die Leute, die in der Rückschau sich zu sehr daran aufhängen, was ist an meiner vergangenen Tätigkeit oder an meinem vergangenen Handeln scheiße gewesen? Das ist ein gefährlicher Kurs, weil da waren gute Sachen dabei und schlechte Sachen dabei. Und genauso wird das, wohin man sich bewegt, Gutes und Schlechtes haben. Und es gibt Leute, die neigen ein bisschen dazu, sich in der Rückschau zu sehr am Schlechten aufzuhängen, um sich dann in der Sicht nach vorne zu sehr darauf zu konzentrieren, das wird bestimmt alles nur super, um dann nach 2 Jahren oder was auch immer festzustellen, dass es auch Schattenseiten hat. Und ich mache mir da gar keine Illusionen. Ich glaube, worum es mir im Moment geht, ist einfach, dass es anders ist. Und das ist halt was, das du, glaube ich, zwischendurch einfach mal im Leben brauchst. Manche Leute mehr, manche Leute weniger. Ich brauche es halt sehr viel. Ich muss halt was anderes haben. Mhm. Okay, Lars Bönsch, auch von Facebook, sagt, ich habe aus der GameStar-Redaktion mal das Zitat gehört, Freizeit ist etwas, von dem man mal irgendwas gehört hat. Hast du in deiner Position überhaupt noch Zeit zum Zocken? Du hast es vorhin ganz kurz schon mal angeschnitten. Grundsätzlich schon. Also ich habe sowieso schon seit längerem immer versucht, ganz klar Zeiten zu schaffen, in denen man auch was anderes macht, weil ich auch glaube, irgendwann erreicht so einen Punkt, da ist Leistung nicht mehr nach Quantität zu messen. Also es geht nicht mehr darum, wie lange ich im Büro höcke, ja, sondern es geht in meinem Job eher darum, dass man hoffentlich einigermaßen okay Entscheidungen trifft. Nee, ich habe schon immer noch Zeit zum Zocken gehabt. Also wie gesagt, dadurch, dass ich privat zocke, habe ich eher weniger Spiele sehr lang gespielt, weil ich stehe ziemlich auf westliche Rollenspiele. Also ich habe da irgendwie so meine hunderte von Stunden Dragon Age gespielt. Ich habe immer noch 2 aktive Ultima Online-Konten, die ich bezahle und so. Bei mir ist eigentlich weniger der Job. Also was wirklich auf meine Zeit zum Zocken gedrückt hat, ist ein Kind zu kriegen. Das war leider ein bisschen der Killer für meine Spielzeit. Und das Problem ist, und das ist auch so eine, auch auf die Gefahr hin, wie so ein Tata-Kreis rüberzukommen, aber es wird man halt einfach merken, ist, mit 25 kannst du noch den ganzen Tag vorm Rechner sitzen und abends weiter vorm Rechner sitzen und zocken. Aber irgendwann merkst du, das geht nicht mehr, weil wenn du das machst, wirst du dick und kannst nicht mehr pennen und dann kannst du dich nicht mehr konzentrieren und man muss irgendwann einfach realisieren, dass wenn man den ganzen Tag schon vorm Rechner sitzt oder so, muss man sich woanders Sachen suchen. Ich mache jetzt tatsächlich sehr viel mehr Sachen an der frischen Luft, was, wenn man mich kennt, sehr ungewöhnlich ist, weil ich war schon eher der sehr klassische Nicht-Bäume-Kletterer und Stubenhocker. Ja. Insofern war das für mich eine große Überwindung, aber notwendig, weil sonst irgendwann hast du das Gefühl, dass dir die Birne platzt. Und das hat ziemlich auf meine Zockzeit gedrückt, aber weniger der Job an sich. Okay. Machen weiter mit Fresh Game, YouTube-Kommentar. Gab es je ein Spiel, das du testen musstest, aber das einfach abgebrochen hast, weil es einfach zu schlecht und zu langweilig war? Also erstmal, wenn du es testest, kannst du es ja nicht abbrechen, du musst es ja testen. Ne? Also da hat man dann schon seinen Ethos, da muss man dann halt durch. Ja. Ne? Und wie ich eben schon mal erwähnt habe, du kannst als Tester, sagst du nicht irgendwann, das Spiel ist jetzt langweilig, ich höre es auf, sondern du musst natürlich analysieren, warum du es langweilig findest. Also ein gutes Beispiel für ein Spiel, auf das ich mich extrem gefreut habe, das ich auch vorbestellt habe als eines der wenigen und auch richtig Bock drauf hatte, war Dishonored, privat. Das habe ich mir dann bestellt und es kam dann und es hat mir, es war kein schlechtes Spiel, um Gottes Willen, das ist ja auch immer was mit persönlichem Geschmack, aber für mich persönlich waren schon von Anfang an so viele Dinge da, die mich gestört haben. Einfach zu viele Handlungsstränge, Feature Creep, also das heißt, warum muss ich dieses Herz immer ins Inventar tun und dann wieder raustun, um da irgendwas auf der Karte zu sehen und dann einfach zu viele Spielelemente, die auf einmal kamen und dann, ich werde bestraft, wenn ich Leute töte, obwohl das Leute sind, die mich auch töten wollen, also ich finde, man sollte schon einen Unterschied machen in Spielen, ob ich jemanden töte, der mich nicht töten will und ob ich jemanden töte, der mich töten will vorher, ne? Aber das wird alles bestraft, so nach dem Motto, der Level ist entweder ohne Leichen beendet. Das sind so Kleinigkeiten, die mich gestört haben. Und das habe ich dann nach, keine Ahnung, 5 Stunden oder so, habe ich es aufgehört, frustriert, weil es einfach nicht das war, was ich erwartet hatte. Das wäre so das letzte Beispiel gewesen. Also ja, hatte ich, aber vielleicht ein bisschen anders, als das andere Leute machen würden, wenn man so lange Tester war. Ja. Die Regie guckt schon ein bisschen verzweifelt. Ich will noch einen Kommentar wenigstens von GameStar.de unterbringen. Ich wusste, was ihr tatet, als ihr mich eingeladen habt. Richtig, ja. Vielleicht kannst du das, das ist ja auch vielleicht was so in deinen Bereich fällt. Wie verhandelt man die Beigabe von Vollversionen? Wie läuft das ab? Kriegt man die geschenkt? Zahlen wir dafür Geld? Erzähl mal ganz kurz, wie läuft das ab? Genau, die Vollversionen im Magazin sind Lizenzen, die man einkauft, je nachdem, wie viel man druckt. Und das ist wie alles im Leben Verhandlungssache mit den jeweiligen Rechtehaltern. Das heißt, man geht da hin und sagt, okay, was habt ihr im Katalog? Was könnt ihr überhaupt freigeben für Hefte? Das ist ja normalerweise so, erst wird ein Spiel als Vollpreis verkauft, dann wird es irgendwie im Mitpreis verkauft, dann kommt es vielleicht irgendwie in die, keine Ahnung, Pyramide oder so und irgendwie
irgendwann dann in dieser sogenannten Wertschöpfungskette, ne? sind dann die Datenträger auf den Heften. Und die werden halt ab einem bestimmten Punkt dann vom Publisher freigegeben und dann ist es eine Frage der Preisverhandlungen. Ne? Da wollen dann andere Magazine, wollen es vielleicht auch. Dann kommt es noch darauf an, ist es die Erstveröffentlichung, war das schon mal irgendwo und so weiter, machst du ein großes Paket. Aber die muss man zahlen, ja, okay. Die Lizenz. Kannst du eine Zahl grob, eine Hausnummer, was kostet eine? Machst du nicht. Gut, alles klar, keine Zahlen. Sehr gut. Wir haben ja auch keine Zeit. Wir haben ja auch keine Zeit mehr. Oh, das hätten wir so gerne noch. Ne? Aber eins haben wir noch, und zwar, wir müssen noch den Beitrag, den besonderen Nutzerbeitrag. Und dafür brauchen wir die Pinnwand. Alex, wir brauchen die Pinnwand, bitte. Soll ich die halten? Geht es? Dass das jedes Mal hier unten, da unten muss es drauf. Hier, genau. Ja, fantastisch. Bislang noch ohne Zerstörung der Studio-Dekoration über die Bühne gegangen. So, also, und hier habe ich den besonderen Beitrag aus der GameStar-Community. Und diesmal haben wir ausgesucht, wieder ein Blog. Ja, das heißt nicht, dass wir jetzt nur bei Blogs schauen, wir haben auch Rezensionen und so angeschaut. Diesmal von Norgur, die Entstehung von Shitstorms, wo er sehr interessant mal so ein bisschen drüber spricht, worauf man vielleicht auch ein bisschen im zwischenmenschlichen Forenumgang achten könnte und dabei so ein bisschen aus seiner Sicht analysiert, wie denn überhaupt so diese ganze Internetaufregung zustande kommt. Ist ein schöner Beitrag. Diesmal haben wir auch den Link dazu unter unserem Video stehen. Also wer sich das durchlesen möchte, klickt einfach. Und deswegen kommt das jetzt hier an unsere Hall of Fame, die ist so bisher. Total analoge Hall of Fame. Fantastisch, oder? Super geil. Ja. Das haben wir auch noch hinter uns gebracht. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr wisst, wenn ihr Fragen habt, die in zukünftigen Feedback-Show-Folgen drankommen sollen, dann schreibt es in die Kommentare. Egal, wo ihr seid, YouTube, Facebook oder GameStar.de, schreibt es einfach drunter. Ich lese mir das alles durch und dann sammeln wir ein. Wenn ihr Wünsche für einen Gast habt, wer hier mal sitzen soll, wenn andere hier nicht mehr sitzt, ja, auch das könnt ihr da gerne reinschreiben. Wir suchen aber natürlich die Gäste hauptsächlich so aus, dass sie passen für die Fragen, die da reingekommen sind. Das war's, zweite Folge, Feedback. André, herzlichen Dank, dass du da warst. Gerne. Du bist ein vielbeschäftigter Mensch. Und das war's und bis zum nächsten Mal. Tschö.